Jo, hi. Ja, ich habe eine ganz interessante Sache. Die oben, die Luftschicht, geht nach links und unten, die zieht nach rechts. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen meine Anlage aufgebaut. Bin gerade dabei, die zusätzlichen Antennen ranzumachen. So, jetzt zum Aufbau. Also, ihr könnt sehen, ich habe hier 6 Kabel, die mir die Rohre verlängern. Dann geht es hier runter. Da ist die Erdung und der Skalarwellensender. Hier geht das Erdungskabel rauf, runter zu meinem Kristallradio. Im jetzigen Moment haben wir an Energie ohne Skalarwellensender ganz exakt 0,53 Volt. Ohne Batterie, ohne alles. Nur atmosphärische Energie, ein Kristallradio und ein Chembuster. So, die Anlage ist jetzt aufgebaut, der Skalarsender läuft noch nicht. Aber ihr könnt das jetzt schon sehr schön sehen. Hier bildet sich ein Ring. Ja, aber nur im Außen. Oben rüber, ja, da ist es zu. Also der saugt diesen ganzen Dreck innerhalb dieses Dings rein. Ja, da kommt hin auch schon gleich der erste Flieger. Jo, schön. Ja. Ne? So, mit Skalarwellensender. 1,390612. Ich packe jetzt mal hin. Ja, sind wieder bei 0,53. Ja. Ich habe ihn auf 20 Volt stehen. Mal gucken. Zack. So, wir kommen jetzt hier mit 1,3 Volt ungefähr. Ja. Und dann kriege ich das irgendwie hingestellt. So, und jetzt gehe ich an den 2,6, 2,5 Volt, Leute. Und nun erde ich über meine Hand das Gerät. Oho, jetzt gehen wir im Minus. Ja, minus 0,9. Also jetzt erzeuge ich einen Sog. Zack. Erdung weg, Erdung rein. Ja, sind wir gleich ein Hubschrauber. Sind schon 4 oder 5 Flugzeuge hier rüber gezogen. Ja, ich kann so richtig schön hinten sehen, dass sich da hinten richtig ein Ring bildet, wo das aufreißt. Ja, es hat jetzt gerade angefangen abzuregnen. Ja, die Atmosphäre verändert sich. Ich habe den Skalarwellensender jetzt auch mitlaufen. Mittlerweile hat er sich bei 2,5 bis 3,3 Volt eingependelt. So, Anmerkung. Ich habe gerade eben, weil ja es angefangen hat abzurechnen, einen Eimer oben auf die Rohre raufgemacht gehabt. Kurz danach hat es sofort wieder aufgehört zu regnen. Dann habe ich den Eimer oben wieder runtergenommen. Und jetzt regnet es wieder. Wobei, ja, hier eigentlich nur noch leichter Dunst so über mir ist. Ja, direkt über mir ist schon richtig gut. Ja. Und. Boah, ich krieg hier ein.
Seht ihr das? Da hinten. Da zieht sich ein Ring. Ganz da hinten. Boah, Hammer. Ein kleinerer Ring hier oben. Und jetzt über mir. Ja. Viel Freude beim Nachbauen.